Hey, wo bist du jetzt gerade? Lass mich mal raten. Zu Hause? Oder in der S-Bahn? In der Uni? Also, wo auch immer du gerade steckst, du befindest dich in einem Raum. Selbst wenn du dein Zimmer verlässt und nach draußen gehst, bewegst du dich in Räumen. Ein Park, ein Sportplatz oder auch die U-Bahn, Schulen und Theater. Das alles sind öffentliche Räume. Sie entstehen überall dort, wo unterschiedliche Menschen sich begegnen. Auch soziale Medien gehören dazu. Du und ich, wir alle bewegen uns selbstverständlich durch diese öffentlichen Räume. Und trotzdem sind sie etwas ganz Besonderes. Denn dort können sich alle Menschen aufhalten und haben zum Beispiel Zugang zu Bildung und Informationen. Ehrlich, ich finde das wichtig für unser Zusammenleben. Wir treffen Freundinnen und Freunde, Kollegen, Bekannte und Unbekannte, manchmal auch Spinner und Trolle. Mit manchen fühlen wir uns verbunden, mit anderen nicht. Wir reden und lachen miteinander, aber wir streiten und zoffen uns dort auch. Ich finde diese Auseinandersetzungen total wichtig, weil wir dann kapieren, dass unsere Meinung nicht die einzige ist und wir dadurch für andere Einstellungen Respekt aufbringen müssen. Das ist doch ein super Training. Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass sich einige heftig im Ton vergreifen? Vor allem auf Facebook oder auf Twitter. Vielleicht liegt das ja daran, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das wünscht. Wie soll das auch gehen, wenn sich zu wenig um öffentliche Räume gekümmert wird? Wenn Schulen schlecht ausgestattet sind? Wenn Clubs dicht machen? Wenn Theater oder Schwimmbäder auf dem Land geschlossen werden? Wenn alle von Europa reden, aber wir nicht miteinander über unser Europa? Dann ist das doch zu wenig Austausch und zu wenig Öffentlichkeit. Ich finde, wir brauchen mehr Austausch. Mit Menschen, die anders sind. Damit ich ihnen sagen kann, was ich denke und damit andere meine Meinung wahrnehmen. Ich will mich dann auch streiten und danach wieder vertragen. Ganz egal, ob das dann ein öffentlicher Platz oder ein digitaler Raum ist. Wir brauchen eine Politik, die diese öffentlichen Räume für uns ermöglicht und schützt. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Such dir Orte, die dir wichtig sind. Vernetze dich. Auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setz dich für öffentliche Räume ein. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, wo bist du jetzt gerade? Lass mich mal raten. Zu Hause? Oder in der S-Bahn? In der Uni? Also, wo auch immer du gerade steckst, du befindest dich in einem Raum. Selbst wenn du dein Zimmer verlässt und nach draußen gehst, bewegst du dich in Räumen. Ein Park, ein Sportplatz oder auch die U-Bahn, Schulen und Theater. Das alles sind öffentliche Räume. Sie entstehen überall dort, wo unterschiedliche Menschen sich begegnen. Auch soziale Medien gehören dazu. Du und ich, wir alle bewegen uns selbstverständlich durch diese öffentlichen Räume. Und trotzdem sind sie etwas ganz Besonderes. Denn dort können sich alle Menschen aufhalten und haben zum Beispiel Zugang zu Bildung und Informationen. Ehrlich, ich finde das wichtig für unser Zusammenleben. Wir treffen Freundinnen und Freunde, Kollegen, Bekannte und Unbekannte, manchmal auch Spinner und Trolle. Mit manchen fühlen wir uns verbunden, mit anderen nicht. Wir reden und lachen miteinander, aber wir streiten und zoffen uns dort auch. Ich finde diese Auseinandersetzungen total wichtig, weil wir dann kapieren, dass unsere Meinung nicht die einzige ist und wir dadurch für andere Einstellungen Respekt aufbringen müssen. Das ist doch ein super Training. Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass sich einige heftig im Ton vergreifen? Vor allem auf Facebook oder auf Twitter. Vielleicht liegt das ja daran, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das wünscht. Wie soll das auch gehen, wenn sich zu wenig um öffentliche Räume gekümmert wird? Wenn Schulen schlecht ausgestattet sind? Wenn Clubs dicht machen? Wenn Theater oder Schwimmbäder auf dem Land geschlossen werden? Wenn alle von Europa reden, aber wir nicht miteinander über unser Europa? Dann ist das doch zu wenig Austausch und zu wenig Öffentlichkeit.
Ich finde, wir brauchen mehr Austausch. Mit Menschen, die anders sind. Damit ich ihnen sagen kann, was ich denke und damit andere meine Meinung wahrnehmen. Ich will mich dann auch streiten und danach wieder vertragen. Ganz egal, ob das dann ein öffentlicher Platz oder ein digitaler Raum ist. Wir brauchen eine Politik, die diese öffentlichen Räume für uns ermöglicht und schützt. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Such dir Orte, die dir wichtig sind. Vernetze dich. Auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setz dich für öffentliche Räume ein. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen. Hey, wo bist du jetzt gerade? Lass mich mal raten. Zu Hause? Oder in der S-Bahn? In der Uni? Also, wo auch immer du gerade steckst, du befindest dich in einem Raum. Selbst wenn du dein Zimmer verlässt und nach draußen gehst, bewegst du dich in Räumen. Ein Park, ein Sportplatz oder auch die U-Bahn. Schulen und Theater, das alles sind öffentliche Räume. Sie entstehen überall dort, wo unterschiedliche Menschen sich begegnen. Auch soziale Medien gehören dazu. Du und ich, wir alle bewegen uns selbstverständlich durch diese öffentlichen Räume. Und trotzdem sind sie etwas ganz Besonderes. Denn dort können sich alle Menschen aufhalten und haben zum Beispiel Zugang zu Bildung und Informationen. Ehrlich, ich finde das wichtig für unser Zusammenleben. Wir treffen Freundinnen und Freunde, Kollegen, Bekannte und Unbekannte, manchmal auch Spinner und Trolle. Mit manchen fühlen wir uns verbunden, mit anderen nicht. Wir reden und lachen miteinander, aber wir streiten und zoffen uns dort auch. Ich finde diese Auseinandersetzungen total wichtig. Weil wir dann kapieren, dass unsere Meinung nicht die einzige ist und wir dadurch für andere Einstellungen Respekt aufbringen müssen. Das ist doch ein super Training. Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass sich einige heftig im Ton vergreifen? Vor allem auf Facebook oder auf Twitter. Vielleicht liegt das ja daran, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das wünscht. Wie soll das auch gehen? Wenn sich zu wenig um öffentliche Räume gekümmert wird, wenn Schulen schlecht ausgestattet sind, wenn Clubs dicht machen, wenn Theater oder Schwimmbäder auf dem Land geschlossen werden, wenn alle von Europa reden, aber wir nicht miteinander über unser Europa, dann ist das doch zu wenig Austausch und zu wenig Öffentlichkeit. Ich finde, wir brauchen mehr Austausch mit Menschen, die anders sind. Damit ich ihnen sagen kann, was ich denke und damit andere meine Meinung wahrnehmen. Ich will mich dann auch streiten und danach wieder vertragen. Ganz egal, ob das dann ein öffentlicher Platz oder ein digitaler Raum ist. Wir brauchen eine Politik, die diese öffentlichen Räume für uns ermöglicht und schützt. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Such dir Orte, die dir wichtig sind. Vernetze dich. Auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setz dich für öffentliche Räume ein. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen.